Nochmal die Frage, was da eigentlich in den letzten anderthalb Stunden passiert ist, Professor Niedermayer. Es sind Anträge, die gestellt wurden, mit denen wird sich jetzt der Parteitag nicht befassen. Die waren im Vorfeld sehr umstritten. Der Strategieantrag, wird die Partei eine realpolitische Perspektive haben? Wird sie sich auch von rassistischen oder antisemitischen Äußerungen distanzieren? Es geht auch um den Antrag, ob man das Verfahren gegen Björn Höcke jetzt niederschlägt, also vom Bundesvorstand den Ausschlussverfahren nicht weiterverfolgt. All das ist jetzt abgeräumt worden. Was sagt das über den Verlauf des Parteitags, über die inhaltliche Ausrichtung und über das, was jetzt in den nächsten Stunden hier noch bevorsteht? Ja, das sagt vor allen Dingen aus, dass die Delegierten jetzt dieses Bundesparteitages nicht wollen, dass der Parteitag sich jetzt zerfleischt in Anträgen und in Diskussionen der Anträge um die Grundsatzausrichtung der Partei, denn es sollte ja das Grundsatzprogramm ergänzt werden und in Bezug auf die Strategie, die die Partei verfolgen will. Das ist jetzt keine Entscheidung für eine dieser Strategien, für oder gegen, sondern es ist eine Entscheidung, sich damit nicht zu befassen. Das heißt, diesen Parteitag mit dieser möglicherweise sehr kontroversen Diskussion nicht zu belasten. Und das Argument war immer die Einheit der Partei. Das heißt, es soll von diesem Parteitag ein Signal ausgehen, dass die Partei sich einig ist für natürlich dann die Bundestagswahl und dass eben dieser Streit nicht weitergetrieben wird. Es ist ja ein Wahlparteitag und diese Fragen, um die es da geht, die Sie jetzt zitiert haben, die sind ja sehr wichtig für den Wahlkampf. Die Frage der Abgrenzung gegenüber Rechtsextremismus, auch die Frage, ob die Partei in Zukunft, wenn sie in den Bundestag kommt, im Moment sieht es ja ganz danach aus, sich auch im parlamentarischen Leben so etabliert, dass sie zum Beispiel koalitionsfähig ist. Ist das nicht für einen Wahlkampf auch wichtig, dem Wähler da klare Positionen zu vermitteln? Ja, man befürchtet ja eben, dass die Partei eben nicht zu einer klaren Position und sehr eindeutig mit überwiegender Mehrheit findet, sondern dass sich die Partei jetzt zerfleischt in diesen Diskussionen um den richtigen Weg. Und das will man mit allen Mitteln anscheinend verhindern. Und man hat ja auch im zweiten Bereich sogar den zweiten möglichen Streitpunkt versucht man jetzt abzuräumen, indem man die Tagesordnungspunkte, die sich auf das Spitzenpersonal, auf die Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl beziehen, auch nicht behandeln will. Das heißt, das war ja auch der zweite Diskussionspunkt, wer nach dem Rückzug von Petri wird jetzt eigentlich Mitglied des Spitzenpersonals. Aber ist das so klug, ausgerechnet bei einem Wahlparteitag sich mit diesem Thema gar nicht zu befassen, noch nicht mal die Frage zu stellen, ob das überhaupt sinnvoll ist, noch gar nicht mal davon geredet, wer das dann werden kann? Ist das für die Partei sinnvoll, sich mit dem Thema nicht zu befassen und sich lieber kein Spitzenteam zu geben? Nein, meiner Ansicht nach ist das nicht sinnvoll, denn alle anderen Parteien stellen natürlich Spitzenkandidaten auf und die AfD wäre dann die einzige, die das nicht tut. Das wäre, glaube ich, nicht klug. Die Frage wäre natürlich nur dann die zweite Frage, wer kommt in dieses Spitzenteam? Und das würde dann bedeuten, dass es eben auch eine inhaltliche Ausrichtung geben würde, je nachdem, welcher Exponent, welches Flügels oder welcher Richtung in der Partei in diesem Team vorhanden wäre. Wenn jetzt beschlossen wird, dass es gar nichts geben soll, dass es gar keine Diskussion gibt, dann ist natürlich auch wieder Frau Petri im Vorteil, denn sie hat ja vorher gesagt, sie will einem offiziell beschlossenen Spitzenteam nicht angehören. Wenn es jetzt aber gar keins gibt, wird sie als Parteivorsitzende natürlich weiterhin und auch im Wahlkampf dann eine große Rolle spielen. Am Tennis würde man sagen, Vorteil Petri. Die Partei, der Parteitag hat, wenn ich Sie richtig verstanden habe, jetzt zwei Notbremsen gezogen. Einmal bei der Strategiediskussion, die findet nicht statt und möglicherweise, wir kennen das Ergebnis noch nicht, beim Spitzenteam. Jetzt bleibt natürlich die Frage, ist das wirklich für die Partei sinnvoll und zeigt es die Zerrissenheit an der Parteispitze ebenso wie zwischen den Parteiflügeln? Es zeigt die Zerrissenheit der gesamten Partei, denn sonst würde man sich ja trauen, sozusagen die Diskussion auf dem Parteitag zu führen. Aber man versucht die jetzt zu vermeiden, um nicht nach außen eben das Bild der Zerrissenheit der Partei sehr deutlich zu machen. Ob diese Strategie dann verfängt bis hin zur Bundestagswahl, ist natürlich sehr fraglich, denn sie würde ja voraussetzen, dass die verschiedenen Flügel und Gruppierungen in der Partei dann auch stillhalten bis hin zur Bundestagswahl, um nach außen hin den Eindruck der Einheit zu vermitteln. Und ob das funktioniert, da bin ich mir nicht sicher. Das heißt, es wäre besser gewesen, das auszudiskutieren, als es jetzt sozusagen auf die lange Bank zu schieben.
Ja, es spricht natürlich viel dagegen und dafür im Sinne der Partei jetzt gesprochen. Denn wenn man jetzt hier die Diskussion angefangen hat und wenn der Parteitag sich mit dieser Diskussion tatsächlich so zerstritten hätte, dass die Partei vor der Spaltung steht, wäre das natürlich auch für die Partei sehr schlecht gewesen. Darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Es gibt